Ich habe mir das so gedacht, dass ich ein bisschen erzähle aus meinem Nähkästchen, wenn man so will, also dass ich ein bisschen erzähle, was verstehe ich unter Forschung als politisches Projekt, warum glaube ich, dass Forschung Teil von politischen Projekten sein kann, was hat das mit Transstudies zu tun, meiner Ansicht nach, und möchte dann aber auch, weil ich mir sicher bin, dass hier schon Strategien gibt, wie kritische politische Forschung stattfinden kann, dass ihr euch, sie sich untereinander noch ein bisschen austauschen, so 15 Minuten oder so in Kleingruppen, und dass wir dann nochmal in die große Runde gehen und nochmal gemeinsam diskutieren oder auch austauschen. Also, ja, es gibt einen, ich arbeite mit vier Prinzipien, die mir sehr, sehr wichtig sind, die wir hier nur ein bisschen bearbeiten können, aber ich muss sie kurz erwähnen, weil das mein Verhalten ändert und für die Universitäten manchmal ein bisschen unüblich macht. Und zwar sind es die vier Prinzipien Langsamkeit, Kritik, Respekt und Verantwortung. Und insbesondere dieses Prinzip, diese Haltung der Langsamkeit, das ist gerade in so pädagogischen Settings wie Universitäten relativ unüblich, weil dadurch zum Beispiel Stille entstehen kann oder Pausen entstehen können und ich die tatsächlich auch einfach zulasse. Und ich sie auch bitte oder euch bitte, euch und sie darauf einzulassen. Weil da, ich sage das deswegen so, weil da manchmal bis zu körperliche Reaktionen entstehen, weil wir so konditioniert sind auf ein schnelles und sofort und irgendwelche Schultraumata manchmal hochkommen mit, oh Gott, ich will jetzt auf keinen Fall was sagen oder ich muss sofort was sagen, ich muss sofort was sagen oder so. Also, ich versuche zu entschleunigen, das ist für mich auch manchmal eine Herausforderung, aber ich halte es für sehr wichtig, um einen gemeinsamen Denkraum möglich zu machen. Was ich unter Kritik verstehe, da gehe ich nachher eh nochmal drauf ein. Und mit Respekt und Verantwortung meine ich ganz kurz gesagt, dass wir alle respektvoll mit uns selber und miteinander umgehen und die Verantwortung tragen für unsere Handlungen. Damit meine ich sprachliche Handlungen, aber auch außersprachliche Handlungen. Das in aller Kürze. Und insbesondere, weil vielleicht mal eine Stille entsteht und ich das sehr gut finde, ich das auch versuche zu unterstützen und das nichts damit zu tun hat, dass jetzt jemand gerade nicht weiß oder ich nicht weiß, was ich sagen soll oder so, sondern auch mal ein bisschen Raum lassen, um das Ganze auch zu verarbeiten, was da wir alle diskutieren, aufbringen oder eben auch nicht aufbringen oder einbringen. Das war mein kurzer Exkurs zur Herangehensweise. Dieser Input oder die 2 Stunden oder 1,5 Stunden heute heißen Forschung als politisches Projekt, kritische Ansätze politischer Forschung am Beispiel der Trans-Studies. Ich bin ja eingeladen worden, zu den Trans-Studies was zu machen und beziehe mich dadurch sehr stark auf dieses Buch, Einführungsbuch. Trans-Studies, historische, begriffliche und aktivistische Aspekte und dieses Kapitel zur Forschungsethik, dieses Kapitel zu Trans-Studies als politisches Projekt oder als Teil eines politischen Projektes, das kriegt so am wenigsten Aufmerksamkeit. Und deswegen wollte ich darauf nochmal meine Aufmerksamkeit legen, weil ich das auch für sehr wichtig halte, dass was es eigentlich heißt, kritisch zu forschen oder politisch zu forschen. Und ich glaube nicht, dass ich jetzt der Überexperte bin, der Ihnen jetzt erklärt, wie das richtig ist, sondern ich bringe halt meine Zugänge dazu und meine Aspekte quasi als Vorschlag. Und freue mich eben auch über Kritik und ihre eigenen Strategien und Handlungen. Es gibt in diesem Buch, das teilweise sehr, sehr anstrengend war für mich zu schreiben, weil ich durch diese ganzen diskriminierenden, pathologisierenden, kriminalisierenden Wissensstände durchgehen musste und die halt auch lesen musste, um dann überhaupt meine Kritik daran zu üben und dann wieder, aber auch sehr lustvolle und wunderschöne Momente, weil ich Arbeiten gefunden habe, die für meine Art exklusiv, für meine Forschung exklusiv waren und die ich sehr genossen habe, habe ich ein Forschungsjournal nebenbei geschrieben und das ist auch schon eine
Strategie sozusagen, die ich selber anwende, um auch diesen ganzen emotionalen Aspekt des Forschens zu verarbeiten, auch und auch diesen ganzen emotionalen Aspekt des Forschens oder des kritischen Forschens in Diskriminierungsstrukturen zu verarbeiten. Und die wollte ich unbedingt auch in diesem Buch haben. Das heißt, fast jedes Kapitel hat so einen kurzen Vorspann, wo ich aus dem Forschungsjournal etwas reinkopiert habe, das ich so gut wie nicht verändert habe, weil ich wirklich wollte, dass das dann auch als da auch dann so drin steht. Also nicht, ich versuche das nachher nochmal ein bisschen, also diese wissenschaftliche Arbeit versucht ja oft dann zuzuspitzen, wird das dann fast euphemistisch, also linearer zu werden und aus, ganz, wird ganz viel ausgeblendet, ganz viel Komplexität kommt weg, ganz viel Emotionalität kommt weg und ich finde das sehr, sehr schade. Also ich glaube, dass kritische politische Forschung viel auch mit Gefühlen zu tun hat und zu tun haben soll oder das nicht ausblenden soll, meiner Meinung nach. Und daraus möchte ich jetzt den Vorspann für das Kapitel Transtages als politisches Projekt, das würde ich gerne vorlesen. Das heißt vorab, endlich kann ich schreiben, was ich will, also Fragen über Fragen. Ich frage sehr gerne. Ich halte doch für sehr wichtig. Was macht eine Forschungsrichtung zu einem politischen Projekt? Was macht eine kritische politische Forschungsrichtung aus? Und wozu ist das überhaupt wichtig? Gibt es Gütekriterien für wissenschaftliches Arbeiten? Was macht wissenschaftliche Arbeit überhaupt zur wissenschaftlichen Arbeit? Wer hat die Macht zu beurteilen, was wissenschaftlich ist und was nicht? Können wissenschaftliche Arbeiten nur innerhalb der Akademie, der Universitäten stattfinden? Was ist mit NGO-Forschung und Praxisforschung? Was ist mit Fachhochschulen und Fernhochschulen? Ist es von Vorteil für eine Forschungsrichtung, sich zu disziplinieren, um eine Forschungsdisziplin zu werden? Sollen die Transdeis überhaupt in die heiligen Hallen der Universität? Und was bedeutet das dann? Auf wessen Kosten? Wer profitiert davon? Wie steht es mit der Bildung eines Kanons? Ist es ein Kriterium für Wissenschaftlichkeit, zitiert zu werden? Ich habe Arbeiten aus den 1990er Jahren gefunden, die ich für äußerst spannende Beiträge der Transstudies halte, die aber selten bis gar nicht zitiert werden in den späteren Arbeiten, von denen auch ich gar nichts wusste, bis ich mich in die Archive gesetzt und danach gegraben habe. In den vorangegangenen Kapiteln habe ich immer wieder Fragen gestellt und offen gelassen, die hier vielleicht beantwortet können. Das können wir dann vielleicht in unserer Diskussion auch nochmal weitergehen. Fragen wie, soll ich die ganzen Arbeiten reinbringen ins Buch, die Trans als Token T verwenden, die Trans also benutzen, um ihre eigenen Nicht-Trans-Ziele zu erreichen, ohne sich wirklich mit Trans zu beschäftigen? Und Fragen wie, was für eine Rolle spielen Lehrende, Bibliotheken, ein Geschlechterforschungskanon, die Transkritik ausblenden? Woher sollen die Studierenden denn wissen, wenn nicht von den Lehrenden? Macht die Forschungsethik vor dem Lehren halt, vor den Lehrinhalten? Was bedeutet das für die Akzeptanz von Abschlussarbeiten, die in den Transstudies geschrieben werden oder werden wollen? Ist es ein Nebeneffekt, wenn für eine Abschlussarbeit in den Transstudies 1,5 Jahre lang über die inter- und transdisziplinären Grenzen hinaus eine Betreuungsperson gesucht wird, wenn von Fach zu Fach, von Professor zu Professorin gegangen wird und jede und jeder zur nächsten Person schickt, weil er oder sie sich nicht für kompetent hält? Auch wenn sie es sind, vielleicht nicht in den Transstudies, aber in den anderen Disziplinen, die eine Arbeit abdeckt. Wer wird schlussendlich dafür verantwortlich gemacht mit Strafstudiengebühren, Wegfall von Stipendien und Förderungsmöglichkeiten wegen zu langem Studieren? Und was ist mit der Struktur der Akademie? Wird im Management, in den Finanzstellen von Universitäten und Fachhochschulen Ethik betrieben? Was bedeutet es, wenn eine Transperson als extern Lektorstern nicht mit gewähltem Vornamen und Geschlecht unterrichten kann, weil die Universität nicht bereit ist, diese zu verwenden? Was bedeutet es für ein Sternstudentin, wenn zwar die Aufnahmeprüfungen unter gewähltem Vornamen und gewähltem Geschlecht gemacht werden können, die Einschreibung bei bestandener Prüfung, versteht sich, aber im formalen Geschlecht und Vornamen stattzufinden hat? Was, wenn die Aufenthaltsbewilligung einer Person von der Inskription abhängt? Nachgeben und einschreiben? Was, wenn die Person sich trotzdem herausnimmt zu protestieren und sich nicht einschreibt? Wie viele Jahre verliert die Person dadurch? Wie viele Stipendien, Förderungen und Möglichkeiten gehen damit verloren? Was gewinnt die Person? Welchen Einfluss hat der Kampf auf andere Kämpfe zur Öffnung von Institutionen wie Universitäten und ihren alten, starren Strukturen? Oder Fragen wie, ist Machtmissbrauch typisch für wissenschaftliches Arbeiten?
zum Beispiel die Übernahme von Ulrichs emanzipativen Ideen durch Kraft Ebbing, der sie für seine pathologisierenden, abwertenden und kriminalisierenden Werke nutzt und damit Erfolg hat? Wie können solche und ähnliche Machtmechanismen in kritischer Forschung reflektiert und damit zumindest verringert werden? Damit zum Beispiel Trans-Studies nicht Teil einer elitären, missbräuchlichen Wissenschaft werden. Gibt es überhaupt eine nicht-elitäre Wissenschaft? Oder Fragen wie, haben die Trans-Studies den Status einer Sondernummer bereits überwunden? Was sind wichtige Aspekte, wenn sich eine junge Disziplin in die Akademie einschreiben will? Wie kann vermieden werden, dass Trans-Studies sich mehr und mehr von Trans-Bewegungen und Aktivismus entfernen? Wie kann verstärkt werden, dass sie ihre aktivistischen Wurzeln anerkennen und ihren politischen, emanzipatorischen Impetus behalten? Oder Fragen wie, wie schaut es im konkreten empirischen wissenschaftlichen Setting mit der Ethik aus, wenn es etwa um Fragen des informierten Einverständnisses der Teilnehmenden, um Anonymisierung, Transkription und ähnliche wichtige Fragen der empirischen Forschungspraxis geht? Wie können die komplexen Machtverhältnisse, in denen sich Forschende bewegen, mitgedacht werden? In den Sozialwissenschaften gibt es einen klaren Kanon. Wie ist das in den Trans-Studies? Welche Strategien, Methoden und methodologischen Zugänge gibt es bereits? Wo gibt es noch Weiterentwicklungsbedarf? Kann eine Forschungsrichtung in einer so hierarchisch und machtvoll strukturierten Institution, wie sie die Akademie darstellt, kritisch bleiben? Das heißt, wollen wir die Trans-Studies disziplinieren, damit sie eine Wissenschaftsdisziplin sind? Was geht damit einher? Welche Vor- und welche Nachteile sind zu erwarten? Oder sollen sie doch lieber eine dezentrale Forschungsrichtung bleiben? Wie kann der Spagat zwischen akademischer Anerkennung und aktivistischer Ausrichtung gelingen? Welche Kompromisse werden eingegangen und welche nicht? Fragen über Fragen und sie hören nicht auf. Zumindest bei mir nicht. Lauter Gedanken, die ich mir seit vielen Jahren zu Wissenschaft und Wissenschaftlichkeit, zu Aus- und Eingrenzungen, zu struktureller Diskriminierung in der Akademie mache. Und viele, viele Fragen, die ich mir dazu stelle. Ich finde, ein solches Kapitel darf sein, muss sein dürfen. Ich finde sogar, dass so ein Kapitel Teil des normalen wissenschaftlichen Arbeitens sein sollte, auch und gerade von Abschlussarbeiten. Insbesondere in Anbetracht der kreativen Texte, Bücher, Aktionen und Vorträge, die bisher für die Trans-Studies wichtig waren, die sie begründet, die sie mitbegründet haben, auf denen wir heute aufbauen und die wir auf keinen Fall vergessen sollten. Nicht nur als Grundlagen von Diskussionen, Analysen und Theoretisierungen, sondern auch und ganz besonders als wissenschaftliche Handlungen. Damit keine Trennung mehr gemacht wird zwischen Aktivismus und Akademie, zwischen Theorie und Praxis, zwischen Alltag und Wissenschaft, zwischen Forschung und Gefühlen oder Intuitionen. Kreativität ist ein Hauptelement wissenschaftlichen Arbeitens. Gefühle sind ein Hauptelement wissenschaftlichen Arbeitens. Praxis ist ein Hauptelement wissenschaftlichen Arbeitens. Bisher fokussieren wir in der Akademie und in wissenschaftlichen Arbeiten auf rationales, kognitives Theoretisieren und glauben, Fakten zu produzieren oder produzieren damit Fakten. Was, wenn wir mal genau das Gegenteil machen würden? Ich habe diesen Vortrag, diese Veranstaltung genannt Forschung als politisches Projekt und werde kurz darauf eingehen, warum ich als politisches Projekt oder besser eigentlich als Teil eines politischen Projektes sage. Ich sehe die Trans-Studies als Teil eines politischen Projektes und nicht umgekehrt. Das finde ich sehr wichtig, weil das sehr oft oder immer öfter, umso bekannter Trans-Studies und Trans-Theorien und Empirien und so werden, umso mehr kommt zu dir mit dieser Rufstadt, ja, aber wir müssen forschen, wir müssen Theorie und Praxis, wir müssen Forschung und Aktivismus zusammenbringen, aber die Trans-Studies in ihrer Entstehung sind forschender Aktivismus, sind aktivistische Forschung. Mhm. Also das heißt, wenn in akademischen Kontexten gesagt wird, wir müssen Aktivismus und Forschung verbinden, dann wird damit eigentlich das Gegenteil gemacht, nämlich eine Trennung gemacht. Und ich glaube, dass es ganz, ganz wichtig ist, dass ich habe das im ganzen Buch irgendwie versucht darzustellen und zu beweisen und Argumente zu bringen, so typische forscherische Handlungen, um klarzumachen, dass Trans-Studies und andere aktivistische Forschungsrichtungen aus dem Aktivismus heraus Forschung stattfindet. Und dass oft in akademischen Kontexten eine Trennung herbeigeführt wird, die
nicht gesund ist, sehr pathologisierend jetzt, die nicht hilfreich ist für das, was die Transstudies mal wollten, nämlich einen, oder für das, was in den Transstudies stattgefunden hat oder noch immer stattfindet bei den Transstudies, nämlich Wissenschaft als Werkzeug zu nutzen, um gegen Pathologisierung, gegen Kriminalisierung, um mit diesem postnationalsozialistischen, postkolonialen wissenschaftlichen Stand zu Geschlecht und zu Trans umzugehen, diesen zu verändern. Und deswegen sehe ich die Transstudies als Teil eines politischen Projektes, nämlich eines größeren politischen Projektes, und nicht die Transstudies als politisch. Ja, das finde ich, das ist ein ganz wichtiger Aspekt für mich. Das gilt auch für die Black Studies, das gilt für die Crip Studies, das gilt für die, es gibt ganz viele kritische, aktivistische Forschungsrichtungen, die aus einem Aktivismus heraus, aus einer Diskriminierungserfahrung heraus, die aus wirklich existenziellen Kämpfen heraus entstanden sind, und umso mehr sie in die Akademie kommen, umso mehr verlieren sie das auch. Und ich, deswegen auch diese ganze Frage, wie viel will sich die Trans-Studies disziplinieren, um eine Disziplin zu werden? Macht das Sinn oder kann man das aufhalten? Weil gleichzeitig schreibe ich auch ein Buch, ja? Das ist natürlich auch ein Widerspruch. Den ich selber, wo ich mich selber auch ein bisschen kritisch sehen muss. Also die Transstudies sind entstanden aus, indem meistens Transpersonen teilweise verbündete wissenschaftliche Instrumentarien genommen haben, um einen pathologisierenden, kriminalisierenden, postnationalsozialistischen und postkolonialistischen Wissensstand in der Medizin, in der Biologie, in den Rechtswissenschaften, aber auch in staatlichen Praktiken, in gesellschaftlichen Normen und Vorurteilen, um gegen den anzuarbeiten. Das waren sehr oft auch aktivistisch-künstlerische Aktionen, die anfangs da standen, die auf Universitäten stattgefunden haben. Das hat sehr oft begonnen bei Studierenden, die das eingebracht haben in Aktionen von der AStA. Das ist dann meistens so eine gute Möglichkeit, Wissensstände in die Universitäten reinzubringen, und oder künstlerisch-aktivistische Aktionen auf der Straße gemacht haben. Es gab ein Menschenrechtstribunal in Wien zum Beispiel, Ende der 1990er Jahre, glaube ich, wo unter anderem auch Transpersonen zentral aktiv waren, und wo der Staat Österreich wegen Menschenrechtsverletzungen gegen Transpersonen, also Transgender-Personen haben sie es damals genannt, verurteilt wurde. Da waren auch Schwule und Lesben dabei. Also es war ein großes Event sozusagen. Das war auch eine Mischung aus Aktivismus, künstlerischem Aktivismus und wissenschaftlichem Aktivismus, aktivistischem Wissenschaft. Also ich finde also, dass ich obwohl ich selber auch ein Teil davon bin und ich irgendwie auch da rein reklamiere auf eine bestimmte Art und Weise, unter anderem auch indem ich ein Einführungsbuch schreibe, gleichzeitig auch sollten sich universitäre Strukturen und Universitäten zurücknehmen. Also ein bisschen vorsichtig sein prinzipiell, weil das ein sehr, Akademia ist ein sehr diskriminierungsgewaltvoller Raum. Ein weißer Raum, ein postnationalsozialistischer Raum, ein cis-normativer Raum, ein heteronormativer Raum. Also das sind ganz viele Diskriminierungsstrukturen sehr, sehr wirksam und sehr, sehr wirkmächtig, ein sehr elitärer Raum, ein klassistischer Raum. Also man kann da ganz viel aufziehen in dieser Struktur. Und trotzdem ist die Wissenschaft eine Möglichkeit, auf Diskriminierung aufmerksam zu machen und ernst genommen zu werden. Und insofern ist es auch gleichzeitig, ist es wichtig, diese Werkzeuge zu nehmen. Und deswegen spreche ich auch trotzdem von Trans-Studies und halte es für wichtig, diese Trans-Studies auch stark zu machen. Also Forschung als politisches Projekt, oder in dem Fall Trans-Studies als Teil eines politischen Projektes. Was verstehe ich unter politisch oder politischem Projekt oder Forschung als politisches Projekt in dem Fall oder als Teil eines politischen Projektes? Ich glaube, dass dieser Begriff der Kritik, also eine kritische Haltung, das halte ich für sehr wichtig. Und was ich unter Kritik verstehe,
ist von der, ich meine sozusagen Wissenschaftsdisziplin, ist die sogenannte angewandte Sprachwissenschaft. Da gibt es in Wien eine starke Gruppe von kritischer Diskursanalyse, die Wiener kritische Diskursanalyse, und die haben einen Kritikbegriff verwendet, den ich für sehr hilfreich finde, und die sich, sehen sich auch selber, diese Wiener kritische Diskursanalyse sieht sich auch selber als politisches Projekt, als auch parteiisch gegenüber diskriminierten Personen oder Personengruppen. Und die Ruth Wodak ist eine der Begründerinnen dieser Wiener kritischen Diskursanalyse, und die hat einmal in einem Interview dargestellt, was sie unter Kritik versteht. Ich fasse das immer zusammen als eine skeptische Neugierde. Also sozusagen eine Skeptik an den Tag zu legen, aber gleichzeitig auch neugierig zu sein. Und ich lese das kurz vor, was die Ruth Wodak in dem Interview, wie sie Kritik zusammenfasst. Die Dinge nicht für gegeben hinzunehmen, sich der Komplexität zu öffnen, Vereinfachungen, Dogmatismen und Dichotomien herauszufordern, selbstreflexiv zu forschen und dadurch unklare Machtbeziehungen, ihre Strukturen und Ideologien offen zu legen. Wobei kritisch nicht, wie meist im Alltag, im negativen Sinne gesehen wird, sondern eher im Sinne von skeptisch sein. Dazu gehört es auch, Alternativen zu entwickeln. Und dieser letzte Punkt, den halte ich für sehr wichtig. Also nicht nur zu sagen, ja, das ist, und das glaubt man nicht, und das finde ich so ganz doof, sondern auch zu sagen, okay, was wären Möglichkeiten? Was wären Möglichkeiten, das anders zu machen? Was gibt es für Alternativen? Das schaut bei der kritischen Diskursanalyse dann so aus, dass zum Beispiel in der, haben viel feministische Linguistik auch gemacht, dass sie in einer der ersten Sprachleitfäden in Österreich herausgebracht haben und den dann auch mit dem, glaube ich, damals Frauenministerium, gibt es jetzt nicht mehr in Österreich, zusammen gemacht haben, um eine große Aufmerksamkeit zu kriegen, um das auch gut in die Welt zu bringen, sozusagen. Und da, der ist recht ausführlich, der ist noch immer sehr, sehr gut und ausführlich. Sie haben nichts, es ist sehr binär, also man kann den erweitern, mit, aber linguistisch gesehen und in Bezug auf Geschlecht und wie Geschlechtermarkierungen in der Sprache stattfinden, ist der sehr hilfreich und sehr gut. Also das wäre sozusagen ein Beispiel dafür, was ich als politische Wissenschaft oder politische Forschung verstehe und wieso ich diese kritische Haltung für so wichtig finde. Also Kritik als Haltung und auch als Herangehensweise. Warum nehme ich die Transradis als Beispiel? Das hat mehrere Gründe. Ein Grund ist, weil ich da sehr drin involviert bin und das sozusagen meine Bezugspunkte sind, mit denen ich gut arbeiten kann oder sich auch für gut arbeitbar halte. Andererseits, weil es einfach eine aktivistische Forschungsrichtung ist, die tatsächlich sehr immer politische Gründe hatte, warum die Forschung stattgefunden hat. Das wird sich vielleicht mit der Zeit ändern. Das müssen wir noch sehen, wo es da hingeht. Und ich würde sagen, bis jetzt war es so. Und weil die Trans-Studies wissenschaftliche Werkzeuge nutzen als Tool gegen Diskriminierung, als Tool gegen Kriminalisierung. Und ich glaube, dass das was ist, was die Wissenschaft sehr gut zur Verfügung stellen kann. Also ich bin der Wissenschaft gegenüber unglaublich kritisch, obwohl ich ein leidenschaftlicher Wissenschaftler bin. Aber eben auch, weil wir in diesen Machtstrukturen so massiv drin sind und die auch unglaublich reproduzieren. Also ich produziere sie wahrscheinlich jetzt auch, obwohl ich versuche, das nicht zu tun. Allein durch die Wortwahl wahrscheinlich schon. Ja. In den Transradis ging es ganz stark um Transfeindlichkeit, klarerweise. Das bedeutet, oder ich sag nachher noch, was so verschiedene Strategien sind. Was die Transradis auch zur Verfügung stellen, sind theoretische Ansätze zu Geschlecht, die sehr interessant sind, weil sie weitergehen. Ähnlich wie intersektionale Ansätze zu Geschlecht. Die ein bisschen, die das Geschlecht weitersehen und weitergehen. Es gibt diesen Ansatz Trans Kindestrich. Gibt es eine Kreide? Dabei. Da war es neben dem Schwamm. Ja.
ganze Hyphen, also das ist auf Englisch Hyphen. Das ist von Strike Apparel und Moore vor 10 Jahren. Und sie haben damit versucht, mit diesem Bindestrich eine Schnittstelle anzuzeigen. Das heißt, die Trans Studies, da geht es um Geschlecht, aber es geht um die Schlüpfrigkeit von Geschlecht. Es geht um die Reibungen, wo Geschlecht stattfindet und produziert wird. Es geht um die Ein- und Ausschlussmechanismen, das ist meine Erweiterung sozusagen. Es geht also darum, es geht um eine Schnittstelle von Geschlechtlichkeit, von Rassialisierungen, von Generationen, also von diesen ganzen Konstrukten, von diesen ganzen gesellschaftlichen Konstrukten, die Dichotomien und Hierarchien produzieren und Diskriminierung fördern. Es geht um, auch bei Transitis geht es stark auch um um diese Infragestellung dessen, was wir als Mensch sehen und wie viel Wert wir dem beigeben und wie viel Abwertung wir Wesen oder weiß ich nicht, Weltzuständen oder wie auch immer geben, die nicht als Mensch angesehen sind. Die nennen das dann auch Vertransen im Sinne von Verqueeren, weil Verqueeren, diesen Begriff, der ist ein bisschen bekannter, wenn das Transing oder Vertransen dann oft. Und was ich mir dabei rausgeholt habe oder wieso ich das wichtig finde für eine politische Forschung als Werkzeug ist, sozusagen den Standpunkt zu wählen. Und zwar den Standpunkt zu wählen, dort zu forschen, zu beginnen, wo Ausschlüsse stattfinden. Dort sich das genau anzuschauen, wo es einem permanent entgleitet. Also wenn man sich Geschlecht wirklich oder so Geschlechterprozesse wirklich anschaut, dann ist das ja eh nicht festmachbar. Das ist ja auch das Schwierige dran, zumindest für mich nicht, in meinen Fragestellungen. Und da können die Trans-Studies, an diesen Schnittstellen können die Trans-Studies sich andocken und mal anfangen. Also ein Forschungsprojekt dort zu beginnen, wo es in der intersektional feministischen Forschung ist oft von der Peripherie auch die Rede, quasi in der Peripherie zu beginnen und nicht im Zentrum, wo sowieso die sogenannte Hegemonie stattfindet oder ihren Raum kriegt. Und das, also damit wird auch nicht wieder reproduziert. Das bedeutet, einen Fokus zu legen auf Komplexität statt auf lineare Vereinfachung. Und das ist das, was ich vorhin versucht habe. Also ein wissenschaftliches Prozess oder Handlung ist definieren. Das ist ganz groß in der Wissenschaft und das ist auf eine bestimmte Art und Weise notwendig, weil wir sprachwissenschaftlich gesehen sowieso nicht wissen, wovon wir reden, wenn wir miteinander reden oder schreiben, weil wir Begriffe unterschiedlich verwenden, weil wir sie unterschiedlich mit unterschiedlichen Inhalten füllen und so weiter und so fort. Aber was in der Wissenschaft auch passiert mit diesem Definieren ist, dass es total vereinfacht wird und da plötzlich ganz viel verloren geht. Und meistens wird es dann hegemonial. Und da drauf zu bestehen, in der Komplexität zu bleiben, das ist ein total wichtiger Punkt, der mit diesem, also sozusagen auf diesem Bindestrich zu bleiben, auf der Schnittstelle zu bleiben und nicht eins weil das wird jetzt zu komplex. Das ist findet oft statt, ja, das, auch in der Kulturproduktion, in Filmen und so. Und der Fokus auf Ausschlüsse als Startpunkt der Forschung, das glaube ich ist auch ganz wichtig. Aber auch formal, zum Beispiel Normen zu sprengen. Ich habe eine Diplomarbeit, glaube ich, war das, damals noch gefunden, aus Anfang der 1990er Jahre zu Transsexualität. Transsexualismus war damals noch der Begriff. Und diese Person hat einfach alle formalen Normen gesprengt. Also die Begriffe wurden angeeignet und zurückgespuckt. Also das war so Transsexualismus, ja, was ist das denn, was ist das denn, ja, was ist das? Das war ein Titel von einem Kapitel. Also das ist so eine komplett, es war kein Blocksatz, sondern es war chaotisch unterschiedliche Formatierungen und so. Also das war ein Versuch aus diesen ganzen Zurichtungen sozusagen rauszugehen. Das ist, glaube ich, nicht so einfach, das als Abschlussarbeit überhaupt in der Universität hinzubringen. Aber ich fand das ein sehr schönes Beispiel, um auch formal, also auch diese Design-Aspekte oder Gestaltungsaspekte mitzudenken in diesem linearen Vereinfachen.
finde, was die Trans Studies ausmacht und kritische politische Forschungsrichtungen, dass sie versuchen, ein sogenanntes verwertbares Wissen zu produzieren. Das heißt, versuchen von der Praxis auszugehen oder manchmal auch von Praxismomenten auszugehen. Und da sehen, gibt es Forschungslücken oder Wissenslücken oder diskriminierendes Wissen. Schauen wir uns das mal an. Wo ist der Startpunkt der Ausschlüsse und wie kann ich da neues Wissen reinbringen ins Feld? Das kann sein, die sogenannte Praxisforschung, wo eine, wenn man so will, berufliche Praxisforschung, wo, weiß ich nicht, eine Beraterin, die plötzlich viele Transpersonen hat oder aufmerksam wird, dass es viele Transpersonen gibt, die auch Beratung brauchen und es aber eigentlich keinen Umgang damit gibt. Das war, ich glaube, es ist besser geworden die letzten Jahre, aber das war bis vor kurzem, gab es nicht so viel Umgang. Und dass die dann sagt, okay, das muss ich mir jetzt mal anschauen. Ich mache eine Forschung, wie viele Leute kommen da, was brauchen die, und diese dann auch an die Beratungsstelle zu bringen, zu sagen, hey, da fehlt was, das und das müssen wir einfach einbinden, wir müssen unsere Beratung ein bisschen ändern. Sei es nur die Formulare, wo nur männlich und weiblich möglich ist und die Leute da automatisch abklicken, weil sie glauben, sie sehen, wer vor ihnen sitzt. Das ist eine typische, auch in empirischer Forschung mit Fragebogen, so eine typische Handlung, die stattfindet. Das wäre so eine Praxisforschung aus einer beruflichen Perspektive heraus. Dann für die Trans-Studies wichtig ist die aktivistische Perspektive. Da kommen die meisten Forschungen auch, die ich jetzt zu den Trans-Studies gefunden habe. Zum Beispiel der Verein TGU, Transgender Europe, die haben ganz viel Forschung gemacht. Die haben ein eigenes Projekt, Trans-Suspect versus Transphobia, wo sie die Morde an Transpersonen und Verbündeten, die aufgrund von Trans oder vermuteten Transsein ermordet werden, die jährlich zählen und also weltweit, das ist ein Riesenprojekt, und dokumentieren. Das ist zum Beispiel eine NGO-Forschung, um so ein plumpes Wort zu verwenden. Aber auch ganz viele, es gibt so viele Vereine und Initiativen, die Broschüren machen. Also allein, was an Begriffen neu gemacht oder angeeignet werden muss. Es gibt so viele Glossare und das ist für mich wissenschaftliche Arbeit. Und das ist aber das Problem, dass diese akademische Struktur sogenannte Grauliteratur nicht gern sieht oder überhaupt nicht akzeptiert. Und dadurch fällt dieses Wissen weg und wird dann vielleicht so getan, als wäre was neu erfunden worden, obwohl das schon seit 20 Jahren Aktivistinnen machen, weil es eine Wissenschaftlerin mit einem wissenschaftlichen Status und in einem Verlag ein Buch veröffentlicht und dann wird es zitiert. Also man wird wahrscheinlich das Buch eher zitieren, wie die Vereine, die ich zitiere. Auch weil viel jetzt von den 90ern und 2000ern auch noch nicht so viel digital ist. Mittlerweile ist es vielleicht ein bisschen besser. Oder auch zum Beispiel Wikipedia. Wikipedia ist zu Trans-Studies findet, wird in Wikipedia mehr gesagt wie in Medizinbüchern. Das ist leider so und ich glaube, da müssen universitäre Strukturen auch ein bisschen kritischer werden, mit sich selber sozusagen, und Wikipedia auch mal zulassen. Da gibt es unterschiedliche Diskussionsstandpunkte, würde ich sagen, aber ich bin da recht. Und natürlich eine Forschung, also dieses verwertbare Wissen sozusagen, aus der Diskriminierungserfahrung heraus. Also diese Anfänge der Trans-Studies sind ganz stark von Menschen, die zwangssterilisiert worden sind, die zwangsoperiert worden sind, die zwangsmedikalisiert worden sind, die überhaupt in Österreich bis noch nicht so lang in die sogenannte geschlossene Psychiatrie eingewiesen worden sind. Also das sind Wissensstände, das waren Wissenspraktiken, die massiv menschenrechtsverletzend waren. Und Wissenschaft hat einen sehr hohen Stellenwert in unserer Gesellschaft. Und insofern macht es Sinn, sich wissenschaftliche Werkzeuge zu nehmen und dieses Wissen zu verändern. Und das ist was, was politische Forschungsrichtungen ausmacht. Unter anderem. Was bedeutet es jetzt praktisch in der Forschungspraxis? Das heißt, was gibt es für Strategien oder was habe ich für Strategien angewendet oder auch gefunden in diesen ganzen, ich habe da ziemlich viele Archive durchgegraben und super interessante Sachen gefunden, auch ganz schön erschütternde. Und
glaube, in der so eine politische Forschung oder eine kritische politische Forschung oder Forschung als Teil eines politischen Projektes hat ganz viel mit der Praxis zu tun. Also, und zwar mit der Umsetzung der Forderungen von Aktivistinnen, mit der Umsetzung der, mit der Anerkennung von NGO-Forschung, mit der Anerkennung von sogenannter grauer Literatur, mit dem Einbeziehen in Lehrpläne, dass Trans-Theorien einbezogen werden in Lehrpläne oder andere, also es gilt ja nicht nur für Trans-Studies, das ist jetzt halt das Beispiel, mit auch Anerkennung von Nicht-Print-Medien, also so viel Theorie und Wissensvermittlung findet statt über Blogs, über Chats, über, also ganz viel Social Media, da findet so viel Wissensvermittlung statt, so trans, und das ist auch das als Theorie anzuerkennen. Und das, also diese wissenschaftlichen Kriterien der Wissenschaftlichkeit nach zu beurteilen und nicht, ob das in der Akademie stattfindet oder nicht, und nicht, ob das in einem Verlag, ob das ein Verlag akzeptiert oder nicht, oder ein Journal. Also ich meine, einen Transartikel in ein Journal zu kriegen, das ist nicht so, mittlerweile geht es ein bisschen, weil es gibt ein Journal mittlerweile, aber das ist nicht so einfach. Das ist zum Beispiel Zitieren als politische Praxis. Ich halte Zitieren für ein sehr einfaches Tool, politisch-wissenschaftlich zu praktizieren oder wissenschaftspolitisch zu praktizieren. Nämlich zu schauen, wen zitiere ich. Zitiere ich graue Literatur oder nicht? Zitiere ich Aktivistin oder nicht? Wenn ich zum Beispiel ein empirisches Forschungsprojekt mache und ich interviewe Transpersonen, ist es dann, sind das quasi dann, erzählen die dann ihre Lebensgeschichte oder bringe ich die Theorie, die sie generieren, in diesem Gespräch, in dem theoretischen Teil und nicht nur im empirischen Teil. Das sind so ganz praktische Beispiele, wie was es heißt, politisch zu forschen für mich oder aktivistisch zu forschen. Aktivistisch ist mal was anderes. Auch Kanon, was ist ein Kanon? Und wie also da habe, in dem Buch habe ich zwei Fragen. Also einerseits, was ist ein Kanon und sollen wir jetzt einen Trans-Studies-Kanon sozusagen produzieren? Und wenn ja, was heißt denn das? Also dann normiert man ja selber auch wieder, was sind jetzt die wichtigen Trans-Studies-Texte und was nicht. Das ist die eine Gefahr. Und andererseits auch dieses, durch dieses Zitieren wird ja auch eine Art von Kanon geschaffen. Also Kanon ist jetzt permanent produziert und konstruiert und hergestellt. Und was ich glaube, was auch wichtig ist bei so Forschungsrichtungen, die nicht als Wissenschaftsdisziplinen gelten, da auch die Alltagssprache oder Alltagsgespräche als Theoriegenerierung auch anzuerkennen und zu sehen. Ich habe das in diesem einen Lexikon-Projekt, Queeripedia, habe ich das in einer Ausgabe versucht, wo ich einfach Interviews gemacht habe mit Leuten. Was für Begriffe verwendest du für dich, für deine Geschlechtlichkeit, für deine Sexualitäten, was siehst du dich? Ich habe versucht, möglichst offen zu halten und dann, wenn die Begriffe bringen, nachzufragen. Das war dann die Grundlage, um Begriffe herauszuarbeiten. Also ich habe versucht, so wenig wirklich von mir einzubringen und dann zu schauen, was wird überhaupt relevant gesetzt. Wissenschaftlich jetzt gesehen. Und das, weil ich glaube auch, dass das wieder zu dieser Komplexität. Ich finde, dass Alterssprache viel komplexer ist und viel mehr möglich macht, wie wenn ich jetzt ein Gespräch führe und ich versuche das danach in einen wissenschaftlichen Artikel zu schreiben, dann geht da die Dreiviertel verloren. Von den Inhalten, von der Struktur, von den Ideen. Und ich frage mich, warum. Also das ist das, was ich mit dieser linearen Vereinfachung meine. Und ich glaube, dass das sehr schade ist. Also es ist auch, ich fände es auch super, und ich merke, dass ich in Alltagsgesprächen total tolle theoretische Gespräche führen und dass super tolle Ideen kommen und Intuition da auch im Spiel ist und die Emotionen im Spiel sind und mehr Platz haben. Also wie ist es, wenn man solche Texte schreibt, die einfach redet, aufnimmt, transkribiert und die sozusagen schreibt, kann man das, also und die dann auch wieder anerkennen als Theorie generierend.
Und ein wichtiger Punkt noch, der für aktivistische Forschung wichtig ist, und dann höre ich auch schon wieder auf, ist eine Strategie, nämlich aus akademischer und aus nicht-akademischer Position gemeinsam zu forschen. Ich glaube, dass es für beide Positionen sehr herausfordernd ist und sich da vor allem die akademische Position einfach lernen muss, mehr zurückzunehmen. Da gibt es ein Rhetorical Landscape, also eine rhetorische Landschaft, Sprachlandschaft, wenn man so will, zu dem Begriff Transgender von Williams und Rawson, die das genau gemacht haben. Die beschreiben in den Texten auch kurz, dass sie das eben explizit aus einer akademischen und nicht-akademischen Position heraus gemacht haben und dass es total wichtig war, weil diese nicht-akademische Position Zugänge und Begriffe und Begriffskonkretisierungen hat, wo eine akademische Position am Anfang gar keinen Zugang dazu hat. Also das sind so ein paar Beispiele, wie Forschung sozusagen politisch angewendet werden. Es gibt sicher viel mehr noch und ich würde mich sehr freuen, wenn Sie Ihre Ideen und Strategien mit mir teilen oder ihr eure Ideen und Strategien mit mir teilt. Ich habe zum Abschluss, ich habe dann diese kritische Haltung ernst genommen, auch Alternativen zu bieten und habe versucht, drei Trans zu sagen, okay, was sind denn da jetzt diese Trans? Also ich kritisiere natürlich sehr viel in diesem Buch, aber was sind denn die jetzt? Und habe da dann drei Punkte gefunden, die für mich auch für ein politisches Forschen interessant sind. Trans-Studies als Forschungsrichtung, die nicht ausschließt, sondern neugierig ist. Trans-Studies, wo das Trans-Bindestrich als Anknüpfungspunkt, als Neugierigkeitspunkt, als skeptischer Punkt oder Bindestrich gesehen wird. Zweitens, Trans-Studies als offene Forschungsrichtung, die sich nicht abgrenzt, sondern in Verbindung mit bzw. in Anschluss an andere innovative, kritische und politische Forschungsrichtungen arbeitet, etwa Crip-Studies, Psychiatrie, kritische Theorie, feministische Forschung, kritische Grenz- und Migrationsforschung, Postcolonial-Studies, Black-Studies, Queer-Studies und viele, viele mehr. Trans-Studies drittens als dezentrale Forschungsrichtung, die multidisziplinär aus den verschiedenen bereits anerkannten Disziplinen heraus arbeitet und diese teilweise auch verändert. Das wären Disziplinen wie Medizin, Psychiatrie, Psychologie, Rechtswissenschaften, Soziologie, Politikwissenschaft, Geschichte, Pharmazie, Biologie, Geschlechterforschung, Anthropologie, Musikwissenschaften, Sportwissenschaften, Sprachwissenschaften und was es nicht so alles gibt, gibt es natürlich noch mehr. Trans-Studies also, die ich als Teil einer kritischen partizipativen Forschung sehe und damit als politisches Projekt, Trans-Studies also als offene, multidisziplinäre Forschungsrichtung mit dem Ziel, ihren Beitrag zur Veränderung der Gesellschaft hin zu sozialer Gerechtigkeit und Ressourcenumverteilung zu leisten. Kritisch im Sinne der Wiener kritischen Diskursanalyse, als die Dinge nicht als gegeben hinnehmen, selbstreflexiv forschen und Alternativen anbieten. Und jetzt sage ich Danke. Ja. Ich denke, erstmal vielen Dank für diesen Beitrag, zu sagen, die Wissenschaftspraxis nochmal kritisch zu beleuchten und zu hinterfragen, nach Alternativen zu schauen oder auch sozusagen Überlegungen anzustellen, wie man das anders macht und wie man das machen könnte. Vielleicht haben Sie aber schon zunächst erstmal Fragen, zu denen das vorgetragen wurde. Haben Sie eine Frage?